Da war dann auch die Diabetesberatung, hat alles erklärt, aber sie hatte einen Satz am Ende gesagt, der mich total nachhaltig berührt hat. Und ich so viel anfing zu trinken, meinte meine Mutter zu meinem Vater, das Kind wird doch wohl keinen Diabetes entwickeln. Also ich kann nichts essen, ohne Insulin abzugeben. Zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Diatalk von mir, und zwar heute mit der Lara. Hi Lara. Hallo. Hi. Wir kommen gerade, man sieht es vielleicht noch so halb, aus dem Fitnessstudio. Da haben wir auch schon ein schönes Video gemacht. Ja. Und da brennt mich jetzt gleich mal die Frage, wie sieht es jetzt aus mit deinen Werten? Ja. Das ist ja was Besonderes bei dir. Gute Frage. Ich frage mich gerade, ob ich mein Handy in der Nähe... Ja. Gott sei Dank. Das hatte ich jetzt noch in der Tasche gehabt. Und zwar, ich habe tatsächlich, als ich eben abgefahren bin beim Fitnessstudio, schon mal einen Bolus abgegeben, damit es nicht ganz eskaliert. Aber ich bin tatsächlich immer noch hoch. Also ich habe immer noch 262. Könnte krass. Jetzt aber auch an der Aufregung liegen, weil... ich natürlich ein bisschen nervös bin hier bei dem Video. Ich will jetzt aber erstmal abwarten und nicht noch weiter Insulin abgeben. Nicht, dass hier mitten im Interview ich plötzlich stark abfalle und wir das Ganze hier unterbrechen müssen. Das heißt, ich werde das jetzt noch ein bisschen mir angucken, und wenn es dann nicht besser wird, dann ist das wirklich bei dir auch so, dass dann auch dieser... Oder zählst du das unter den Adrenalinkick, dass du jetzt so nervös bist, auch ein bisschen vielleicht, oder ich angespannt? Das. Ich merke das immer in solchen Situationen, wo ich aufgeregt bin, dass ich da deutlich ansteige. Ich bin anscheinend, reagiere ich da sehr sensibel drauf. Das ist echt krass. Nur wenn ich jetzt weiß, dass nichts Wichtiges ansteht, dann bin ich da auch, sage ich mal, sehr großzügig im Korrigieren und bin da auch eigentlich schneller dahinter. Aber jetzt gerade, mir geht es gut mit diesem Wert, will ich nicht riskieren, dass es dann plötzlich zu schnell in die andere Richtung kippt. Deswegen habe ich jetzt erstmal langsam getan. Also wir kommen gerade aus dem Fitnessstudio, haben ein Video zusammen aufgenommen, weil die Besonderheit ist, dass wenn ich morgens Sport mache, falle ich, und bei der Lara ist es andersrum, das steigt trotz Insulinabgabe, und ich habe fast nichts, also ich habe nichts gegessen, ich habe nichts getrunken, und ich bin jetzt auf 125 runtergegangen. Und es ist einfach nur ziemlich krass. Neidisch. Aber ich muss dazu sagen, dass das auch nur vormittags bis maximal so 12, 13 Uhr bei mir ist. Also ich, wenn ich habe Gott sei Dank Gleitzeit, ich habe eine Arbeit, wo ich auf Gleitzeit irgendwie mal kurz für ein, zwei Stunden weggehe, und dann kann ich halt am Abend dann länger arbeiten. Und ich, wenn aber nach dem Mittagessen so mittags gehe, dann geht es mir wahrscheinlich ähnlich wie dir. Also da kriege ich das auch gar nicht mehr unter Kontrolle. Das ist ein bisschen komisch. Aber was ich ganz interessant bei dir finde, du machst ja auch so, also du sagst ja auch, dass das Eiweiß und so, das merkst du ja auch krass. Das glaube ich, habe ich in einem deiner TikTok-Videos gesehen. Ja. Da habe ich auch gedacht, boah, krass, also bei mir, ich merke es vielleicht mal so ein bisschen, aber... Also ich kann nichts essen, ohne Insulin abzugeben. Also ich muss tatsächlich immer Wahnsinn. In gewisser Weise Insulin abgeben. Ich habe da jetzt keine genaue Regel. Das mache ich tatsächlich eher nach Körpergefühl und Bewusstsein und nach Erfahrungswerten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mahlzeit esse, die fast nur, also vielleicht nur 1 oder 2 Gramm Kohlenhydrate hat und nur aus Fett oder Eiweiß beispielsweise besteht, dass ich trotzdem etwas Insulin abgebe, schnell wirkendes, weil ich weiß, es wird trotzdem ansteigen. Also ich muss da immer ein bisschen was dazugeben. Aber ich kann nicht einschätzen, inwiefern das vielleicht auch daran liegt, dass ich schon so lange Diabetes habe und vielleicht deswegen die Insulinsensibilität vielleicht auch ein bisschen niedriger ist. Und ich ja wirklich gar nichts mehr an Eigenproduktion habe. Okay, seit wann hast du denn Diabetes Typ 1? Ich habe das, seit ich 8 Jahre alt bin. Ich habe das im Winter bekommen und habe aber im Sommer Geburtstag. Das heißt, ich werde jetzt im Winter mein 20-Jähriges haben. Okay, das ist echt krass. Ja, so ganz so lange ist es bei mir noch nicht, aber ich finde das krass. Es gibt ja auch so diese Typen, die einen Typen, die... Also nicht Typ Mann, sondern ich meinte allgemein die Diabetes-Typen. Mhm. Es gibt ja welche, die müssen bei Gemüse auch aufpassen. Bist du da auch jemand, der sagt, okay, also Gemüse muss ich mitrechnen, das muss ich auch spritzen und Insulin abgeben? Oder sagst du, nee, Gemüse funktioniert dann bei mir so? Ich schaue tatsächlich die Gesamtmakronährstoffe der Mahlzeit an. Mhm. Ich track das ja auch alles aufgrund meiner Fitnessziele. Und dann... muss ich halt echt sagen, lasse ich auch noch so den Alltag mit einfließen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Sport gemacht habe, dann wäre ich da auch ein bisschen vorsichtiger, ob ich da noch was mit abgebe, wenn ich jetzt beispielsweise am Abfallen nach dem Sport bin, wenn sich so alles widerlegt und ich ein bisschen Fett und Eiweiß esse, dann nutze ich das teilweise auch, um das Abfallen so ein bisschen abzufangen, ganz leicht. Krass. Also ich bin da tatsächlich ein sehr, sehr intuitiver Typ. Ich bin da jetzt weniger, dass ich nach Literatur gehe, sondern wirklich sehr stark auf meinen Körper höre und da Erfahrungswerte mit reinspielen.
Deswegen kann ich jetzt gar nicht so pauschal sagen, ich mache das so und so. Ich gucke dann halt echt, wie war mein Alltag heute, was steht vielleicht am Abend noch an und gehe dann nach den Erfahrungswerten. Ich finde das richtig cool, dass du nach den Erfahrungswerten gehst, weil ich habe auch in vielen meiner Videos gesagt, so klingt irgendwie ein bisschen klischeehaft, aber so sei dein eigener Arzt auch ein bisschen. Hör mal so ein bisschen auf deinen eigenen Körper. Und bei mir ist es zwar nicht immer so, ich bin schon einer, der auch strikt so nach Vorschrift geht, so jetzt, um das mal so zu sagen. Aber ich habe schon auch meine Momente, wo ich genau weiß, okay, es sieht jetzt zwar so aus, als müsste ich 5 Einheiten spritzen, aber es reichen 2. Und dann spritze ich die 2 und ich komme perfekt dabei raus. Und das ist halt schon so ein gewisses Körpergefühl, das du dann, glaube ich, auch irgendwann entwickelst. Und ich würde auch jedem raten, dass er wirklich auch auf seinen eigenen Körper einfach hört. Ich hatte mal tatsächlich eine super interessante Schulung gehabt, weil da war dann auch die Diabetesberatung, hat alles erklärt, aber sie hatte einen Satz am Ende gesagt, der mich total nachhaltig berührt hat. Und zwar hat sie gesagt, ihr seid die Experten, ihr müsst den Alltag damit meistern und ihr seid viel mehr Profis als die Ärzte und die Diabetesberater. Also das fand ich schon echt gut, weil sie es so auf den Punkt getroffen hat. Du kannst noch so viel Theoriewissen haben, du musst den Alltag damit bestreiten und bist dann irgendwo schon der Profi. Ich habe mir gerade gedacht, das ist auch echt cool, dass sie das so gesagt hat, weil die auch mal so ein bisschen also dass sie halt so zeigt, ja okay, ihr seid halt die Profis, weil ich kenne so, ich habe leider das Pech gehabt, dass ich ganz viele negative Erfahrungen mit Diabetesberaterinnen und auch Diabetologen hatte. Also meine ersten, die waren alle so krass arrogant und dachten, sie können alles und hatten nicht mal selber Diabetes, wo ich mir denke, hey, der Satz, das ist genau das, so müsst ihr eine Einstellung dazu haben, weil anders geht's einfach nicht. Weil es ist einfach so viel unterschiedlich und mein aktuell beliebtestes Beispiel, das ich auch gefühlt in jedem zweiten Video sage, alle Typ-1-Diabetiker sind anders und zum Beispiel die meisten Typ-1-Diabetiker, wenn krank werden, bei denen steigen die Blutzuckerwerte und die kriegen die kaum runter. Und bei mir ist es genau andersrum. Bei mir fallen die und ich muss mich wirklich teilweise mit Cola und ohne Insulin über Wasser halten, damit ich irgendwie noch über 100 bleibe. Und da denke ich mir halt so, ja, es ist halt einfach jeder anders. Mhm. Also sei dein eigener Arzt, so ungefähr. Ja. Deswegen fand ich das auch relativ cool. Du machst ja sehr viel Sport jetzt. Ich glaube, das muss ich nachher noch schön abfilmen, aber du hast ja auch ein paar Tanzpreise, wie ich mitbekommen habe, schon gewonnen. Da hattest du ja schon deinen Diabetes, mhm, oder? Wie lief es denn da eigentlich? Also das ist ja dann doch was, was meiner Meinung nach erstmal sehr anstrengend rüberkommt. Ja, ich muss sagen, ich hatte schon immer den Vorteil, meine Mama ist Krankenschwester. Mhm. Das heißt, meine Mama hatte schon so ein gewisses Grundwissen, als ich erkrankt bin. Okay. Und hatte auch damals, das fand ich ganz witzig, im Nachhinein, als es so bei mir in den ersten Zügen losging und ich so viel anfing zu trinken, meinte meine Mutter zu meinem Vater, das Kind wird doch wohl keinen Diabetes entwickeln. Und mein Vater meinte so, du als Krankenschwester, du siehst auch hinter allem eine Krankheit, das Kind trinkt viel, das ist gesund, lass es trinken. Ja, Spoiler, es ging anders aus, aber es ist total witzig im Nachhinein. Ich find's aber auf jeden Fall war dadurch für mich der Einstieg in viele Dinge einfach viel, viel leichter, mhm, als es jetzt gewesen wäre, hätte ich Eltern gehabt, die gar keine Vorerfahrung mit Erkrankungen haben, weil meine Mutter natürlich so eine gewisse Souveränität hatte und auch ausgestrahlt hat und das für sie quasi nichts ist, was sie sich extrem neu aneignen musste. Klar, dieses super spezifische, ja, Wissen hatte sie auch nicht, aber dadurch hatte ich quasi keine Eltern, die hinter allem, was ich machen wollte, dann direkt eine extreme Angst hatten, weil meine Mutter natürlich auch auf der Arbeit mit gewissen Krankheiten umgehen musste. Und als ich dann in den Sport so reingerutscht bin, es fängt halt an, man hat ein Hobby, mhm, dann wird es intensiver und dann irgendwann kommt halt die Frage, möchtest du auch auf Wettkämpfe gehen, in dem Fall Turniere tanzen, und dann ist man so in den Leistungssport quasi reingerutscht. Mhm. Und dadurch hat mich quasi meine Mutter nie ausgebremst, sondern immer bestärkt und sich halt selbst das Wissen weiter angeeignet und mich dann sehr, sehr gut betreut. Mega. Und dadurch gab es nie diese Problematik, wie dies vielleicht jetzt jemand hat, der Leistungssport betreibt, erkrankt, dass ein Arzt zum Beispiel sagt, das geht nicht mehr. Oder du dann diesen Einschnitt hast. Das schon ein paar Mal in meinen Interviews. Ja, eben, das habe ich auch gesehen. Mir erzählt, dass da die Diabetologen wirklich gesagt haben, nee, das ist vorbei. Ja, also wie gesagt, ich bin da quasi so soft reingerutscht und hatte halt eine Krankenschwester immer an meiner Seite. Mhm. Und das ist, denke ich, ein anderer Einstieg, als wenn man beispielsweise schon ein Leben davor hatte und wenig Wissen hat und dann dieser Cut kommt und dir jemand sagt, das geht jetzt nicht mehr, oder du diese Fragen im Kopf hast, geht das nicht mehr. Wir haben halt quasi immer mit einer schwesterlichen Betreuung alles ermöglichen können. Und da muss ich sagen, war ich wirklich sehr privilegiert. Und es hat auch bis zum Schluss gut geklappt.
das ist echt krass, weil dann hast du da wirklich echt schon einen gewissen Vorteil, glaube ich, auch anderen gegenüber gehabt. Das heißt auch dann, dass du immer relativ gut unterstützt wurdest. Einzige, was man halt sagen muss, als ich in dem Alter war, da war die Medizin halt noch nicht so weit. Das war halt dann deutlich anstrengender. Ich hatte teilweise dann auch wirklich wunde Fingerkuppen, die dann auch taub wurden, weil ich halt blutig messen musste. Und gerade wenn du sowas betreibst, Leistungssportturniere, wo dann auch wieder Adrenalin ausgestoßen wird, teilweise Wochenenden, wo du von morgens bis abends Training hast, dann musst du natürlich sehr genau die Werte überprüfen. Und es ging halt nur blutig. Und dementsprechend war das halt ein deutlich größerer Arbeitsaufwand, als wenn man das heute machen müsste. Also da hatte ich dann zum Beispiel den Nachteil. Das klingt echt heftig. Wie hast du es denn da so insulintherapiemäßig gemacht, wenn du wirklich aus dem Wettkampf hattest? Wie weit hast du es runtergeschraubt? Was hast du vorher gegessen? Ich hatte tatsächlich zu der Zeit, wo ich den Leistungssport betrieben habe, fast gar kein schnell wirkendes Insulin benötigt. Ja. Also ich hatte halt wirklich eine sehr, sehr hohe Dosis an lang wirkendem Insulin. Ich hatte damals auch ein reines Kinderlangzeitinsulin, das gab es damals noch. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ich glaube Semilente. Das wurde dann leider nicht mehr produziert, weil sich das halt einfach nicht gerechnet hat. Okay. Damit war ich wirklich perfekt eingestellt und habe wirklich super wenig schnell wirkendes Insulin benötigt. Nur so ganz klein, um so ein paar Höhen abzufangen. Und ich muss tatsächlich aber auch sagen, dass halt meine Mama wirklich alles gemanagt hat. Also die könnt ihr das jetzt wahrscheinlich deutlich genauer beantworten. Ich habe halt wirklich... Ja, ich mache noch ein Interview mit deiner Mama. Ja, das einfach so genommen, wie meine Mutter es mir vorbereitet hat. Also es hat, sie hat dann wirklich gesagt, nee, jetzt nehmen wir lieber nur ein oder zwei Einheiten. Ich hatte halt wirklich eine medizinische Betreuung die ganze Zeit. Hast du dadurch auch, weil sie, so wie das jetzt rüberkommt, scheinen sie ja ein Gefühl dafür entwickelt zu haben oder auch gehabt haben. Hast du das übernommen? Meinst du, dass du da jetzt schon echt ein richtig gutes Gefühl auch hast? Oder ja, das würde ich schon sagen. Ich würde aber auch sagen, dass... ich hätte meine Mom schon noch gerne hier. Nee, mittlerweile nicht mehr so, weil man ist ja dann erwachsen und eigenständig. Und irgendwann so in den Teenie-Jahren kommt dann so der Bruch, wo dann man dann auch irgendwo selbst ran will und selbst mitentscheiden will, so wie das dann mit allem ist. Und ich muss sagen, mittlerweile ist es eher andersrum, dass wenn sie sagt, und was hast du für einen Wert und was machst du jetzt, dass ich dann so ein bisschen so, ach, ich bin doch erwachsen, ich kann das alleine. Aber ich würde auch sagen, dass sie noch einen Ticken genauer war als ich. Also sie als Krankenschwester war da natürlich super genau und ordentlich, auch was die Dokumentation angeht. Und wo du als Diabetiker dann in dem einen Moment oder so dann doch mal faul bist oder schluderst oder sagst, ach, das kann ich schätzen, das passt so. Bei ihr war wirklich immer genau abgewogen, dokumentiert und alles. Also ich war damals perfekt eingestellt. Und das trotz Blutdurchmessen. Das war echt krass. Also ich bin ihr bis heute super, super dankbar dafür, weil die auch wirklich einen Aufwand betrieben hat. Mhm. Die hat sich wirklich nachts teilweise alle 2 Stunden einen Wecker gestellt, um zu kontrollieren und hat mich dann am Ohrläppchen gemessen. Das war schon heftig, was sie da geleistet hat. Du hast geschnarcht nebenbei. Ja, ich habe wirklich geschlafen und hast bin am nächsten Morgen wach. Schlafend? Ja. Ich war halt fertig vom Training und habe durchgeschlafen. Ich bin am nächsten Morgen wach geworden. Mein Heftchen, damals hat man das alles noch in so einem Heftchen aufgeschrieben und dann beim Diabetologen mitgebracht, war gefüllt, da standen die Werte drin und sie hat mich nachts am Ohrläppchen gemessen. Krass, also das ist schon echt heftig. Ja, also ich habe Respekt vor allen Müttern da draußen. Das ist also nicht schlecht. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt halt meinen Sport mache und ich gehe auf Ausdauersport, also Kraftsport haben wir ja vorhin gesehen, da werde ich euch noch das Video zeigen, wenn es nicht schon da ist. Und sobald ich Ausdauersport mache, ich kann mein Insulin wirklich bis aufs Geht nicht mehr runterschrauben. Also wirklich, da reichen mir teilweise 2 Langzeitinsulineinheiten abends, 2 bis 4 morgens. Und wenn ich esse teilweise dann wirklich auch noch viel mehr, weil ich sage immer so 7, 8 BE ist bei mir das, was ich sehr gut in den Griff bekomme. Wenn ich Ausdauersport mache, kann ich bis zu 12 BE hochgehen und da passiert nichts. Und dann spritze ich aber darauf auch nur so 5 Einheiten oder sowas. Das ist Wahnsinn. Also Ausdauersport ist bei mir absolut super für wenig Insulin nutzen. Bei mir ist tatsächlich diese alltägliche Bewegung da extrem. Das heißt, spazieren gehen oder wenn ich jetzt hier die ganze Wohnung putze, das ist ja nicht so anstrengend, dass man es merkt, aber es ist eine leichte, unterschwellige Bewegung und die hauen bei mir immer extrem rein. Da muss ich zum Beispiel aufpassen, weil das sowas ist, was du nicht merkst. Aber wenn ich hier jetzt putze, aufräume, da merke ich sofort, dass ich dann meistens schon auch die Abgabe von der Pumpe dann ausschalten kann. Okay, ja, ich merke sowas schon auch. Also ich habe jetzt zum Beispiel vor 4 oder 5 Wochen habe ich 2-mal die Wohnung umgeräumt. Lange Geschichte, vielleicht kennst du der eine oder andere von meinen Vlogs. Aber auf jeden Fall,
ja, das sind halt dann so 3-4 Stunden, wo du halt dein ganzes Kraffel da rum in der Wohnung rumsträgst und da ist dann schon das ein oder andere Mal auch der Blutzuckeralarm losgegangen. So, hey, dann habe ich dann ein weißes Duplo oder sowas gegessen und dann ging es wieder, weil ich habe zurzeit eine, was heißt zurzeit, das zieht sich jetzt auch schon, ja, ich kann keinen Traubenzucker mehr sehen zurzeit. Also das ist, ich hoffe, das kommt mal wieder, ich bin eher der Apfelsafttrinker geworden. Bleiben wir mal ganz kurz beim Sport. Du bist ja dann irgendwie übergegangen von Tanzen auf sehr krassen Kraftsport, oder? Also mir tut jetzt der Arsch schon weh. Das ist eine Stunde her, dass wir im Fitnessstudio sind. Und ich merke es schon so ein bisschen, obwohl ich nicht mehr viel gemacht habe. Ist das so eine neue Leidenschaft von dir geworden? Wie bist du da eigentlich dazu gekommen? Ja, da bin ich auch so reingerutscht. Es kam daher, ich habe dann irgendwann mit dem Leistungssport-Tanzen aufgehört. Mhm. Und konnte aber das Tanzen nie so ganz loslassen. Und ich habe mir dann eine Zumba-Lizenz gemacht und habe angefangen, Zumba-Kurse zu geben. Und es hat mir auch super viel Spaß gemacht, weil ich da einfach deutlich freier war. Aber die finden natürlich immer in Fitnessstudios statt. Und dann habe ich natürlich auch gesehen, was da noch so passiert in Fitnessstudios. Und dieser Freihandelbereich hat mich schon immer gereizt. Ich muss sagen, ich habe da jahrelang rüber geschielt, aber ich habe mich wirklich leider jahrelang nicht getraut. Das ist richtig ärgerlich und ich habe dann tatsächlich im Jahr 2021 so für mich beschlossen, dass ich mal aus meiner Komfortzone rausgehe und habe mich dann Ende des Jahres angemeldet und habe dann mit dem Kraftsport angefangen und das hat mir auch extrem viel Spaß gemacht. Also es ist jetzt so ein Bestandteil in meiner Sportroutine geworden. Und du machst das seitdem auch regelmäßig, oder? Ich hatte eine Zeit, wo ich wirklich extrem viel Kraftsport gemacht habe. Ich muss das halt immer anpassen, je nachdem, wie viele Kurse ich habe. Ich habe aktuell 5 Kurse die Woche. Da kann ich dann nicht so viel Kraftsport machen, weil ich ja auch noch eine gewisse Erholung brauche. Und ich sagen muss, ich muss ja dann immer noch recht flexibel bleiben. Das heißt, ich reduziere aktuell den Kraftsport ein bisschen auf 3 Einheiten die Woche, weil ich an den anderen Tagen eben Kurse gebe. Aber ich hatte wirklich eine Zeit, wo ich 5-6 Mal die Woche dann wirklich intensiv trainiert habe. Gerade so am Anfang, wenn das eine neue Leidenschaft ist, konnte ich mich gar nicht zurückhalten. Aber jetzt ist es halt einfach ein Bestandteil meiner Routine, der mir extrem viel Spaß macht. Ja, ist richtig cool, dass du da was gefunden hast auch. Hättest du Lust, mal ganz kurz den Übergang zum Diabetes zu machen? Wie machst du es denn vorm Sport mit Pumpe, Ernährung? Also vor allem vorm Sport würde mich jetzt mal interessieren. Wie stellst du das an? Also man kann ja grundsätzlich sagen, dass man mit der Pumpe im Vergleich zu einem Pen sehr, sehr viele flexible Möglichkeiten hat. Das war dann halt auch irgendwann der Grund, warum ich gewechselt bin. Mhm. Man hat natürlich für jetzt alle, die sich dafür interessieren, die Möglichkeit, eine temporäre Basalrate einzuschalten. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt jemand bist, du brauchst ein bisschen Insulin, aber du willst jetzt nicht so viel Insulin nutzen oder unterzuckerst, dann kannst du zum Beispiel einstellen, dass die Pumpe nur 50%, 60%, 70% abgibt, dann kannst du sie ganz einfach anlassen. Okay. Bei mir persönlich ist das so, dass ich tatsächlich so eine Stunde vorher, wenn ich einen sehr guten Wert habe, so 96 hatte ich beispielsweise heute Morgen, die Pumpe ausziehe, dass ich vom Niveau noch ein bisschen höher komme. Ich strebe da immer so um die 130, 140 an. Okay. Das ist für mich ein gutes Level. Mhm. Und dann weiß ich auch, ich bin jetzt quasi wie nüchtern, was mein Insulin angeht, weil ich da eine Stunde lang nichts an Insulin in meinen Körper abgegeben bekommen habe. Mhm. Das ist jetzt das, was für mich funktioniert. Ich bin kein Arzt, nicht einfach nachmachen. Nur also als Disclaimer. Und dann, wenn ich dann im Training bin und starte, ziehe ich die Pumpe wieder an und schaue dann, was ich mache. Ob ich vorher noch einen Bolus abgebe, das kommt halt aufs Startniveau an. Heute hatten wir beispielsweise knapp 170, 169 hatte ich, meine ich. Mhm. Da habe ich dann auch ein bisschen was abgegeben. Ich glaube, eine knappe Einheit, 0,6, 8, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Und dann schaue ich, wie entwickelt sich das in den ersten 15 Minuten. Und dann lege ich die Pumpe entweder an, nicht an, gebe nochmal einen Bolus ab oder nicht ab. Ich schaue dann wirklich, durch den Freestyle Libre hat man ja die Option, das die ganze Zeit zu sehen, steige ich an, falle ich ab. Ja. Und dann bin ich wieder wirklich bei dem Thema Erfahrungswerte und schaue dann, wie ich dann agiere in dem Moment. Naja. Es ist aber irgendwie schon krass auch, wie es dann echt bei dir hochgegangen ist, weil, um das jetzt nochmal kurz aufzufassen, du sagst ja, da spielen auch ganz viele Faktoren bei dir mit rein. Also nicht nur Ernährung und vielleicht, was deine Leber noch abgibt, sondern halt auch so echt Adrenalin und sowas. Mhm. Und das finde ich halt echt was, das ist echt übel. Und das macht natürlich die ganze Geschichte noch viel schwieriger irgendwie zu handeln. Ja, also, man muss halt sagen, ich für mich habe da halt den Kompromiss geschlossen. Das muss auch wieder, wie gesagt, jeder für sich selbst entscheiden. Für mich zählt halt beim Leben auch noch so eine gewisse Lebensqualität. Also ich sehe nicht nur die reinen Werte.
Klar, man könnte jetzt sagen, Katze, dass mit weniger Adrenalin im Alltag, sei es jetzt beim Sport oder in anderen Faktoren, hätte ich natürlich einen deutlich geraderen Graph. Mhm. Der HbA1c, finde ich, spiegelt das nicht so gut wider, weil ich ja auch entsprechend dann mit Unterzuckerung das ja auch dann im Schnitt wieder ausgleichen könnte. Genau. Der Graph sieht dann halt trotzdem katastrophal aus. Und ich muss sagen, ich habe für mich so den Kompromiss geschlossen. Ich möchte auch in gewisser Weise Sport und diese Lebensqualität nicht missen. Das heißt, ich habe für mich gesagt, wenn ich wertetechnisch einen Ticken höher bin, als es jetzt die perfekte Norm ist, oder ich nicht einen perfekt geraden Graphen habe, dann ist das für mich auch in Ordnung, weil Sport und das alles ist auch super wichtig für die Gesundheit, für meine mentale Gesundheit, für die Lebensqualität. Das sehe ich genau und das so. Ist ein Faktor, der wird natürlich bei einem Diabetologen nicht so auf den Tisch gebracht und sollte jetzt auch natürlich nur bedingt mit reinzählen, weil natürlich hat es Auswirkungen auf den Körper. Aber das ist das, was ich für mich selbst festgelegt habe, dass ich eine gewisse Lebensqualität einfach nicht missen möchte. Ich gehe da echt ganz mit dir, sehe ich genauso. Jetzt wäre meine Frage, wie machst du es denn ernährungstechnisch? Bist du gerade so zwecks Fitness und vielleicht auch Diabetes beiden? Also achtest du da stark drauf oder wie machst du es denn da? Hast du gerade eine Phase, die... Ich kann jetzt mal vorne wegnehmen, um dir vielleicht so ein bisschen gerade die Angst zu nehmen. Ich hatte gerade eine Scheißwoche hinter mir. Ich habe alles gegessen, was mir gerade so in den Ofen gekommen ist. Ja, da muss ich jetzt sagen, habe ich halt auch eine schwierigere Vergangenheit, als du jetzt vielleicht hast. Ja. Weil durch den Tanzsport, jeder, der sich damit so ein bisschen auskennt, da geht auch eine gewisse Optik mit einher. Okay. Und in Kombination mit dem Diabetes, wo natürlich das Protokollieren sehr, sehr wichtig ist und alles zu tracken, hatte sich bei mir dann mit der Zeit eine Essstörung entwickelt. Das heißt, das Thema Essen ist für mich grundsätzlich so ein super schwieriges Thema, weil man da nicht einfach nur sagen kann, dass das aus einem gesunden Sport heraus ein Interesse hat, sondern das ist halt einfach wirklich, ich beschreibe es immer so, du kannst ja auch nicht sagen, dass ein Alkoholiker irgendwann geheilt ist. Das ist ja dann ein trockener Alkoholiker. Mhm. Und so ist es bei Essstörungen eben auch. Du bist in dem Sinne trocken. Und dann gibt es halt wieder Phasen, wo es schwieriger ist. Aber du kannst ja nicht wie beim Alkohol auf das Essen verzichten. Du brauchst ja das Essen. Und beim Diabetes brauchst du das Tracken. Also du kommst da nie so richtig weg. Und deswegen ist bei mir das Thema Essen... Ich kann dir jetzt natürlich Antworten dazu geben, aber es wird halt nie, sag ich mal, ein normales Level haben, weil da bei mir halt einfach so ein krasser Food-Fokus dabei ist und bei mir da so natürlich immer noch so ungesunde Gedanken zwischendurch durchkommen. Also natürlich, ich habe auch dann so meine Phasen, wo ich mich schlecht ernähre, definitiv, aber für mich hat das halt so, ich glaube, jeder, der eine Essstörung hatte, kann das verstehen, dieser Food-Fokus, so ein extremes Interesse an der Ernährung. Und natürlich, ich bin da dann auch ständig am Optimieren und am Gucken und ich muss mich da immer in gewisser Weise bremsen und dann auch in Kauf nehmen, wenn ich eine Unterzuckerung habe, dass ich dann über die Kalorien komme. Ich habe dann auch mal so Anfälle, dass ich sage, oh, ich cutte jetzt die Kohlenhydrate total runter. Da muss ich aber sagen, diabetestechnisch bin ich dann deutlich stabiler, einfach weil ich ja weniger mit dem Insulin dann zu tun habe und genauer berechnen muss. Aber ich muss sagen, ja, die Ernährung spielt bei mir im Alltag eine große Rolle, aber jetzt nicht in einem gesunden Maßen. Okay. Ich finde es immer erschreckend und es ist so traurig zu hören, dass halt eigentlich durch was dir echt Spaß macht, halt sowas entsteht. Und bei mir, ich will jetzt keine Vergleiche oder sowas ziehen, aber ich habe bei mir auch schon immer, hat das Essen viel Rolle. Mhm. Also hat schon immer in meinem Kopf, glaube ich, mehr Präsenz gehabt als bei anderen Freunden und sowas, weil bei mir war es halt, ich bin so ein typischer Fall von, ich schaue einen Burger an und nehme schon zu und dann gibt es halt irgendwie so die Freunde, die hauen sich, ich hatte einen Kumpel, der hat sich neben mir 3 Tafeln Schokolade in der Pfanne gemacht, hat da Gummibärchen reingehauen, hat gewartet, bis es hart ist und hat es neben mir beim International Superstar Soccer auf Nintendo 64 Spielen gegessen, wo ich mir dachte, wenn ich das jetzt machen würde, ich würde halt instant 5 Kilo zunehmen. Und so das war bei mir auch schon immer präsent, aber... Das ist ein schwieriges, wie gesagt, Thema. Nicht zu vergleichen. Also man muss halt sich immer vor Augen halten, Wahnsinn. Essstörungen können sich ja nur entwickeln, wenn du in einem sehr privilegierten Land lebst, weil wenn du wirklich auf das Essen angewiesen bist und das nicht so zur Verfügung hast, dann kann sich eine Essstörung gar nicht entwickeln, weil du einfach intuitiv essen musst und nicht diese Auswahl und die Möglichkeiten hast. Deswegen ist es ja irgendwo ein Zeichen von Wohlstand, wenn man sowas entwickeln kann oder so einen Food-Fokus. Deswegen finde ich es immer, ich passe da auf, dass ich mich nicht zu sehr als, oh, ich arme, ich habe eine Essstörung gehabt oder
habe sie ja immer noch in gewisser Weise, weil ich mir denke, es zeigt ja, in was für einem privilegierten Land und Situation ich lebe, dass ich überhaupt sowas entwickeln kann. Mhm. Du hast auf TikTok ja auch mal oder mir auch erzählt, dass du noch nie Alkohol getrunken hast. Hat das auch jetzt was im Zusammenhang damit zu tun oder ist das jetzt für dich eine eigene Sache, wo du sagst, nee, also da habe ich einfach beim Diabetes zu viel Angst, das möchte ich nicht und wie sieht das bei dir denn aus? Ja, das kam natürlich auch irgendwo mit dem Leistungssport einher. Mhm. Also du hast am Wochenende Training, du hast Turniere, du musst leisten und funktionieren. Das heißt, da ist Alkohol dann schon mal was, was nicht so mit reinpasst. Und dadurch, dass ich auch nie so in diese Feiern-Gehen-Szene mit reingerutscht bin, dadurch, dass ich ja immer im Training war, hat es sich nie so ergeben. Und dann kam natürlich auch der Faktor Diabetes da hinzu, dass ich für mich selbst festgelegt habe, das ist so ein Risiko. Wenn ich mal an was genippt habe, hat es mir nie geschmeckt. Ich habe es halt auch nie richtig ausprobiert, wie zum Beispiel das Rauchen auch. Dann dachte ich mir auch, warum soll ich das so richtig anfangen? Ja. Und habe dann halt für mich beschlossen, ich mache das einfach nicht. Das ist halt einfach ein weiterer Risikofaktor. Gerade auch, wo ich gesagt habe, eben Lebensqualität hat bei mir einen hohen Standard. Mhm. Wenn ich schon, sage ich mal, bei anderen Dingen wie beim Sport in Kauf nehme, dass die Werte nicht so gut sind, warum soll ich mir noch den Alkohol ins Boot holen? Und dementsprechend habe ich das halt dann immer für mich schon ausgeschlossen. Bisher vermisse ich nichts. Ich habe nicht das Bedürfnis, Alkohol zu trinken. Und ich muss sagen, ich habe auch so eine gewisse Angst vor dem Alkohol, weil das halt so ein Faktor ist, den ich gar nicht einschätzen kann. Und natürlich ist Alkohol auch irgendwo in meinem Empfinden, das empfindet, jemand findet vielleicht auch meine Werte während dem Training ultra gefährlich. Aber ich empfinde den als ultra gefährlich und deswegen will ich das Risiko so ganz und gar nicht eingehen. Das ist eine mega gesunde Einstellung. Also da kann man ja nichts Falsches sagen, vor allem wenn ich jetzt hat mir jetzt, ich hatte jetzt gerade nur so im Kopf, okay, wenn bei dir schon so diese einfachen Sachen mit Adrenalin und Eiweiß am Morgen mit dem Training schon so hochschießen, wie ist es, wenn du da mal, keine Ahnung, Cuba Libre trinkst, wo er dann auch so eine Cola mit dabei ist und dann... Ich weiß es halt tatsächlich nicht, ja, aber ich habe auch nicht das Bedürfnis, das auszutesten. Nee, das glaube ich, solltest du lieber ja, lassen. Ja, ich muss halt auch sagen, wenn man was trinkt, dann ist man ja auch in der Regel in Gesellschaft. Also nehmen wir an, ich gehe jetzt mit meinen Mädels weg und wir würden Cocktails trinken, dann muss ich halt sagen, dann habe ich auch so eine gewisse Verantwortung gegenüber meinen Freundinnen, dass mir nichts passiert, weil ich möchte denen nicht diese Bürde aufladen. Klar, es kann immer was passieren. So. Und natürlich wissen die Freunde ungefähr. Aber wenn ich Alkohol trinke, dann gehe ich bewusst ein Risiko ein, dass was passieren könnte. Und ich möchte nicht, dass ich irgendwo mal wegen dem Alkohol umkippe und dann meine Freunde in dieser Situation sind, mir helfen zu müssen, weil ich irgendwo ein Risiko eingegangen bin. Und da habe ich für mich beschlossen, da habe ich eine gewisse Verantwortung, dass ich denen so eine Situation nicht antun möchte. Ich finde, das ist ein richtig guter Punkt. Und da ist mir bei mir selber letztens was aufgefallen. Und zwar war ein Kumpel bei mir. Und dann habe ich ihm das Baqsimi-Nasenspray erklärt. Habe halt gesagt, ja, die Spritze, die du im Kühlschrank noch kennst, sei froh, die musstest du nie verwenden. Jetzt habe ich ein Nasenspray zu Hause. Und da ist mir aufgefallen, wie schwer mir das eigentlich gefallen ist, ihm das zu sagen. Weil ich sage ja auch immer, macht es, tut es. Ist auch wichtig und ich sage es auch immer noch, tut es, macht es. Aber es ist mir also da habe ich wirklich so selber so ein bisschen reflektiert und gemerkt, okay, ich mag das gerade gar nicht machen. Ich hasse es und es fällt mir mega schwer aus dem Hintergrund. Nicht, weil ich ihm das erklären, das ist mir wurscht, aber ich will ihn gar nicht in diese Lage bringen, dass er das überhaupt miterleben muss, dass er das verwenden muss. Genauso wenig will ich das bei meiner Freundin und genauso wenig will ich das bei anderen Familienmitgliedern. Und das ist mir da echt so richtig bewusst geworden. Was ich da aber empfehlen kann, also meine Ambulanz ist in einem Uniklinikum und die bieten das regelmäßig an, dass sie dort Schulungen haben für, sei es jetzt Arbeitskollegen, Familienmitglieder oder das Umfeld, wo du das dann quasi nicht mehr selbst erklären musst. Also das ist ganz interessant, man sitzt dann quasi außen und in der Mitte an den Tischen im Kreis sitzen dann die Angehörigen und du bist quasi wie so... ausgeschlossen nicht, aber du hörst nur zu und sitzt dabei, weil es geht um die Angehörigen und dann erklärt es eben jemand Neutrales, weil zum einen setzt du ja viel voraus und zum anderen nimmt es dir so den Druck ab und dann werden eben auch Szenen durchgespielt mit Kochsalzlösung und das kann ich halt echt empfehlen, dass ihr vielleicht mal nachfragt, wenn ihr vielleicht bietet es bei euch auch jemand an, ein Uniklinikum, eine Ambulanz, ein medizinisches Versorgungszentrum, das habe ich tatsächlich bei meinen Ex-Freunden gemacht und das war dann auch super gut, dass das jemand Drittes Neutrales gemacht hat. Das klingt echt super. Brauchst du sowas? Ja, ja. Das musste jetzt ja sagen. Lara, vielen Dank für diesen coolen Tag. Gerne. Ich sag nicht nur für dieses Interview, weil wir waren ja auch schon, ich glaube, 2 Stunden ungefähr im Fitnessstudio. Es hat Spaß gemacht. Ja. Es war schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben, weil wir kennen uns ja schon aus Barcelona. Ja. Barcelona. Und
Danke. Schön war's. Gerne, dass ich hier sein durfte. Genau. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Und schaltet auch gerne mal in unser Sportvideo mit rein. Da haben wir unsere Werte verglichen. Das wird auch super cool. Mhm. Und dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Tschüss.